Denn bei diesen krummen Minutenzahlen hat die AfD nach dem Bundestag hier üblichen Zellenlag-Schepers-Verfahren bei Standarddebatten nur noch 3 Minuten Redezeit. Zu Beginn der Legislatur hatte unsere Fraktion noch der letzten Legislatur noch 5 Minuten. Da waren es plötzlich nur noch 4. Jetzt mit den aktuellen krummen Zahlentricks nur noch 3 Minuten, während andere Fraktionen hier zugleich optimale Redezeiten haben. Mit solchen Schlichen, meine Damen und Herren, die Sie in Hinterzimmern gemeinsam aushecken, beschneiden Sie nicht nur die Redezeit der einzigen konservativen Opposition hier im Haus. Sie entwerten auch die Stimme von Millionen Wählern, deren Anliegen und Interessen hier systematisch klein gehalten und an den Rand gedrängt werden sollen. Und ich weiß nicht, woher Sie das Recht ableiten, dass Sie als die 5 stärkste Fraktionen genauso viel Recht beanspruchen wie die FDP als 4 stärkste Fraktion, was die Redezeit betrifft. Ich weiß gar nicht, woher Sie dieses Recht ableiten. Aber wir haben es ja bisher immer wieder erlebt, dass Sie die Realität verdrängen, dass Sie ein Kasperletheater machen. Aber ich kann Ihnen eins sagen, das können Sie gleich in den ersten Debatten hier zur Kenntnis nehmen. Die demokratischen Parteien dieses Hauses werden es auch in der Zukunft nicht zulassen, dass Sie hier ein Kasperletheater veranstalten. Das werden wir 4 Jahre lang verhindern. Wir wollen für die Menschen die Politik in diesem Land machen, alle demokratischen Parteien. Das werden wir umsetzen. Besonders beachtlich bei den kleinen Ampellichtern FDP und Grünen ist ja auch, dass sie in der vergangenen Legislaturperiode in unzähligen Reden Krokodilstränen vergossen haben, weil es bei der politischen und parlamentarischen Arbeit nicht immer darum geht, Minderheiten zu berücksichtigen. Na ja, jetzt lehnen Sie konsequent jeden kleinen Wunsch, es geht um 8 Personen, jeden kleinen Wunsch der Minderheit ab. Na ja, ich will jetzt nicht wieder von Arroganz der Macht sprechen. Wahrscheinlich ändern Sie auch noch eine Sitzordnung in diesem Bundestag, weil es Ihnen nicht passt, wo Sie sitzen. Das sind die wahren Probleme dieses Landes, wirklich. Nur 21 von 52 Wochen, das sind 40%, sind als Sitzungswochen vorgesehen. Vorgesehen sind lediglich 3 Sitzungswochen bis Ende Februar, in 2 Monaten 3 Sitzungswochen. Wir haben opulente Karnevalspausen wieder vorgesehen, als Reminiszenz an die untergegangene Bonner Republik oder die gewechselte Bonner Republik. 2 Monate Sommerpause wollen Sie machen, 1 Monat Winterpause. Wir von der AfD beißen auf Granit, auch nur eine einzige Sitzungswoche mehr durchzusetzen, meine Damen und Herren. Wir sagen Arbeiten für Deutschland, nicht Faulenzen für Deutschland. Deshalb folgen Sie uns, seien Sie mit uns einer Meinung. Wir brauchen mehr Sitzungswochen in Berlin. Ich möchte folgende Anmerkung machen. Sie haben gewisse Widersprüche. Also wenn ich hier die Rednerinnen und Redner der Ampel mir so anhöre, ja, also das ist ja hier so eine Start-up-Truppe irgendwie, will ich dazu folgende Anmerkung machen. Wenn Sie wirklich sagen, es ist alles egal, ob 31, der Tag eh nur zweimal, ist nicht besonders wichtig, dann fällt Ihnen doch wohl auch kein Zacken aus der Krone, wenn Sie einfach 8 mehr einsetzen. Das ist ein absoluter Widerspruch, was Sie jetzt sehen. Das ist wirklich kleinkariert, sondersgleichen. Ich möchte folgende Anmerkung machen. Also erstens, liebe designierte Ampelkumpels, ich will ja schon noch mal eine Anmerkung machen. Ich bin schon sehr überrascht darüber, dass Sie so sicher sind, dass hier an Nikolaus oder was weiß ich, wann das stattfinden soll, hier ein neuer Bundeskanzler von Ihnen gewählt werden sollte. Also da bin ich mir nicht sicher, weil ich habe jetzt ja mitbekommen in der Presse, dass zum Beispiel Bündnis 90 die Grünen gerade aufgefallen ist, dass sie überhaupt noch gar nichts Vernünftiges durchgesetzt haben. Also nicht, sondern es hat alles die FDP diktiert. Deswegen ist das doch gar nicht sicher, dass sie das mal, ja, ist ja einfach die Sachlage. Also deswegen können wir da nicht sicher sein. Wir haben eine Situation, in der bei weitem nicht genügend Menschen in diesem Land geimpft sind. In der Tat. Wir haben einen Gesundheitsminister, der noch amtiert, der immer gesagt hat, alle haben ein Angebot bekommen. Aber wo war denn eigentlich das Gespräch mit denen, die dieses Angebot nicht wahrgenommen haben? Das müssen wir jetzt nachholen, das müssen wir jetzt nacharbeiten, bis zum Thema dritte Impfung. Sie können sich hier nicht rausstehen aus der Verantwortung, Herr Brinkhaus. Das ist schäbig und das ist verantwortungslos. Und Herr Brinkhaus, am 22.10. hat die Ministerpräsidentenkonferenz den Deutschen Bundestag aufgerufen und gebeten, ein Gesetz vorzulegen. Genau das machen wir jetzt. Die Ministerpräsidentenkonferenz hat gesagt, Sie brauchen einen Rahmen. Und diesen Rahmen legen wir jetzt hier vor und wir diskutieren ihn.
Das machen wir nämlich auch anders als in der Vergangenheit. Wir sagen, diese Diskussion gehört hierher und ins Parlament. Und das ist nicht in Stein gemeißelt. Da muss man nicht einfach dann hier nur noch die Hand heben, sondern das ist das, was wir gemeinsam hier diskutieren und besprechen. Mit Expertinnen und Experten in der Anhörung, mit den Leuten in der Praxis, die Erfahrungen haben. Ich muss Ihnen schon sagen, das sage ich auch sehr deutlich, ich weiß manchmal nicht, was zwischen Berlin und München auf der A9 stattfindet. Ich bin Markus Söder dankbar, dass er bis zum 26.09. sich täglich geäußert hat. Das hat uns geholfen, das hat diese neue Konstellation mit möglich gemacht. Aber ganz offen gesprochen, das, was Markus Söder seit dem 26.09. macht, das ist kein verantwortbares Handeln eines Ministerpräsidenten. Derzeit gilt die epidemische Lage von nationaler Tragweite, sie gilt noch. Er könnte handeln, er tut es nicht, er redet viel, aber macht vor Ort nichts. Nicht mal 2G in seinem eigenen Kabinett. Vielen Dank. Wir haben jetzt schon Regionen in Deutschland mit einer Inzidenz von über 1000 weiter steigend. Die Intensivbetten sind belegt. Ja, in verschiedensten Regionen in Deutschland, auch in Bayern, auch in Sachsen, auch in anderen Ländern wird genau das anstehen. Und beim besten Willen, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich verstehe diese hämischen Zwischenrufe an dieser Stelle überhaupt nicht. Es geht um Infizierte, es geht um kranke Menschen, es geht um Belastung der Krankenhäuser, es geht um eine Situation, die sich weiter verschärft. Und da diese dümmlichen Zwischenrufe können Sie sich beim besten Willen sparen. Das zeigt, dass Sie vieles sind, aber nicht regierungsfähig, meine Damen und Herren. Ihre schäbigen Bemerkungen. Herr Lutschak, vielen Dank zunächst einmal. Sie haben recht, 2G wäre das, was jetzt notwendig wäre. Aber ich möchte Sie fragen, also die jetzige Rechtslage gilt ja noch, die epidemische Lage gilt ja noch. Das heißt, bundesweit wäre 2G durch die noch amtierende Regierung einführbar gewesen. Und demnächst, wenn also die neue Regelung gilt, ist es durch jedes Bundesland einführbar. Das heißt, 2G ist jetzt einführbar, deutschlandweit, und es ist demnächst einführbar für jedes Bundesland. Ich tingle nicht durch die Talkshow, sondern werde eingeladen, und ich empfehle dort flächendeckend die 2G-Regelung, die wir auch kontrollieren müssten. Meine Frage ist jetzt die folgende. Wieso erwecken Sie hier den falschen Eindruck, als wenn wir 2G nicht bundesweit und in den einzelnen Ländern längst machen können? Also wieso erwecken Sie diesen falschen Eindruck? Lieber Herr Kollege Lauterbach, also zunächst einmal ist mir der Unterschied zwischen durch die Talkshows tingeln und dort eingeladen werden nicht sehr geläufig. Ich glaube, es kommt im Ergebnis auf das Gleiche raus. Sie haben mit Ihrer Frage ja eigentlich genau das deutlich gemacht. Sie haben doch gerade genau gesagt, in der Tat können wir bundeseinheitlich das festlegen. Nach dem, was Sie uns jetzt hier mit diesem Gesetzentwurf vorlegen, wird es eben nicht mehr möglich sein, das bundeseinheitlich festzumachen, sondern jedes Land muss es selber machen. Und ich will an dieser Stelle sagen, dass es grundfalsch ist, wenn man jetzt hingeht und einen Beitrag dazu leistet, dass das Kalkül von Lukaschenko aufgeht. Und das tut derjenige, der sagt, diejenigen, die dort im Grenzgebiet sind, sollen jetzt in Europa verteilt werden. Damit geht das Kalkül von Lukaschenko auf. Damit wird der Druck auf die polnische Grenze verstärkt. Und damit wird ein Spaltpilz in die Europäische Union getrieben. Das ist das Dümmste, was man an dieser Stelle fordern kann, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Entweder Sie stellen eine Zwischenfrage oder Sie halten Ihren Mund. Aber so geht es nicht. Das ist absolut unparlamentarisch, wie Sie sich verhalten. In Nordrhein-Westfalen hat die erfolgreiche Koalition von CDU und NRW den Spurwechsel möglich gemacht, damit gut integrierte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht abgeschoben werden. Und Herr Brinkhaus, vielleicht hören Sie mir zu. Handwerk und insbesondere kleine und mittlere Unternehmen danken uns, dass Sie die
Wahl verloren haben. Das hat auch was damit zu tun, dass Ihre Innenpolitiker in dieser Fraktion fachlich nicht mehr auf der Höhe der Zeit sind. Also, helfen wir Polen bei der effektiven Sicherung der gemeinsamen Außengrenze. So geht Steuern und Begrenzen. Aber Herr Habeck will stattdessen die Leute reinholen und so die illegale Migration weiter anheizen. Er findet halt Vaterlandsliebe zum Kotzen, wusste noch nie mit Deutschland was anzufangen. So ein Minister wäre eine Schande für Deutschland, meine Damen und Herren. Und wenn Merkel meint, wir haben das geschafft, während sich vor unseren Augen ein zweites 2015 abspielt, die Urkatastrophe des 21. Jahrhunderts wiederholt sich, wir sagen, das darf nicht sein. Bewahren wir das Recht, bewahren wir Deutschland, meine Damen und Herren. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Frau Lindholz, auch Sie haben gerade wieder diese Formulierung benutzt, der hybriden Kriegsführung. Ich bin heute Nacht dort aus dem Grenzgebiet zurückgekommen und ich habe gesehen, wer dort an der Grenze steht. Das sind keine Waffen, das sind Menschen. Das sind Menschen, die teilweise 6-mal zurückgebracht worden sind. Zurück in die Arme von Lukaschenko, in die Arme der brutalen Einheiten, die dort an der Grenze stehen. Darum geht es. Das sind Menschen, die sich in den letzten Wochen teilweise von Blättern ernährt haben, weil es nicht zu essen gab, die Wasser aus Pfützen trinken müssen. Und das, was dort, ja, und Sie toben jetzt, wissen Sie, worum es geht? Es geht um nichts anderes als um die Menschenrechte, um die universellen Menschenrechte. Und ja, Sie können mich jetzt hier anschreien, aber ich sage Ihnen eins, diese Rechte, die würde ich auch für Sie verteidigen, wenn Sie angegriffen würden. Das ist der Sinn und das ist der Zweck von universellen Grundrechten. Und um nichts anderes geht es, als um diese Gültigkeit. Und dafür müssen wir uns einsetzen und auch für die Gültigkeit der Menschenrechte in unserer Europäischen Union. Vielen Dank. Kollegin Lindholz, möchten Sie antworten? Bitte schön. Ja, sehr geehrter Herr Kollege, ich kann das verstehen, denn es geht natürlich um Menschen. Tatsache ist aber, dass Lukaschenko hier mit seinem Regime nichts anderes macht, als Menschen, als Waffen zu besitzen und damit eine hybride Kriegsführung betreibt. Und das ist nichts anderes. Und ich kann es nicht gutheißen, dass Menschen sich mit Visa, die sie offensichtlich erhalten, auf Wegen, die sie eigentlich gar nicht nehmen dürften oder könnten, unkontrolliert Richtung Belarus begeben und dann weiter an die polnische Grenze. Weil es sind genau die Menschenrechte, gegen die wir uns hier auch oder für die wir uns hier auch einsetzen müssen, indem wir nämlich dafür Sorge tragen, dass Menschen nicht als Waffen benutzt werden. Und das ist einfach der Punkt. Wenn ich für Menschenrechte bin und dann aber akzeptiere, dass mit dem Leid der Menschen hier ein ganz mieses Spiel getrieben wird, das hat für mich auch mit der Wahrnehmung von Menschenrechten nichts zu tun. Und mir ist vollkommen klar, dass es eine schwierige Abwägung ist. Aber wenn wir hier nicht entschieden und klar auch vorgehen und Grenzen setzen, und da ist die Europäische Union viel zu spät unterwegs, dann werden wir das immer und immer wieder erleben. Und am Ende sind es die Menschen, um die es hier geht und um niemanden anderen. Herr Kollege, erlauben Sie eine Zwischenfrage aus der Linksfraktion? Aus der Linksfraktion? Ja, gerne. Ja, es sind nicht mehr so viele, deshalb muss man so weit nach links gucken. Lieber Herr Kollege Whittaker, vielen Dank, dass Sie die Frage zulassen. Sie werden sich wundern, was wir mit unserer kleinen Fraktion alles hier auf die Beine stellen werden, kann ich Ihnen versichern. Deswegen ist die Debatte ernst und das Thema auch wichtig. Ja, keiner soll frieren in Deutschland, das stimmt. Aber die Situation hätte wirklich eine pragmatische Lösung verdient. Und die haben Sie, werte Kolleginnen und Kollegen von den Linken, wieder nicht geliefert. Bei Ihnen steht immer die Ideologie vor allem. Deswegen habe ich, nachdem ich Ihren Antrag gelesen habe, kam ich zu dem Fazit, ja, Sie sind kleiner geworden, aber nicht klüger. Und nur, um das mal an wirklich einem ganz banalen Punkt an Ihrem Antrag klarzumachen. Sie fordern den Heizkostenzuschuss noch vor Weihnachten, so als Weihnachtsgeschenk praktisch, als Weihnachtsgeld. Es ist aber schlicht der falsche Zeitpunkt. Die Nebenkostenabrechnung kommt im Frühjahr 2022. Dann kommen die hohen Nachzahlungen, dann brauchen die Menschen das Geld und dann müssen wir hoffen, dass von ihrem Weihnachtsgeschenk noch irgendwas da ist. Es ist immer ganz lustig, wenn die AfD anfängt, über soziale Gerechtigkeit zu sprechen und dann mal zwei, drei Sachen raushaut. Und dann könnte man für einen kurzen Moment fast
vergessen, dass Sie im Wahlkampf wieder ein sehr unklares Verhältnis zum Thema Mindestlohn und seiner Erhöhung beispielsweise hatten oder dass Ihr noch Parteivorsitzender Herr Meuthen sich ja bei der Rente, Sie sprachen eben von Rentnerinnen und Rentnern, komplett hinentwickeln möchte zu einer kapitalgedeckten Altersvorsorge. Der möchte die gesetzliche Rente in Deutschland pulverisieren. Dann reden wir nicht mehr über das Problem mit dem Heizen, sondern darüber, dass da gar kein Geld mehr außer Sozialleistungen übrig bleibt. Das ist das, was Ihre Partei sich unter sozialer Gerechtigkeit vorstellt, dass Sie sich nicht schämen, sich hier vorne hinzustellen und sich da als Schutzpatron aufzuspielen. Nun ja. Und liebe Union, den Punkt, den Oliver Krischer gerade machte, zu sagen, dass das Feld ist, das Sie in den letzten Jahren nicht bestellt haben, das ist das Versagen einer Wirtschaftspolitik, von der Sie keine Ahnung mehr haben. Sie sind doch überhaupt nicht mehr auf dem Weg, Sie sind gar nicht mehr in der Lage zu sagen, wohin eine Wirtschaft in eine klimaneutrale Zukunft läuft. Sie wissen doch überhaupt nicht, was Sie machen wollen. Da ist doch so eine Oppositionsauszeit doch mal eine ganz gute Ansage. Da haben Sie vielleicht mal die Chance, darüber nachzudenken, wie moderne Politik eigentlich funktionieren kann. Sie haben 4.000 Kilometer zu wenig an Leitungen gebaut. Sie haben nicht dafür gesorgt, dass die Rahmen bei den Netzen so schnell gehen können, dass wir den günstigen Strom auch von A nach B kriegen. Sie haben im Wirtschaftsministerium nichts getan, um wirklich nach vorne zu kommen. Und das ist doch das Problem, liebe Kolleginnen und Kollegen der Union. Aber in der Tat, wir haben es mit einer Klimakatastrophe zu tun. Nämlich mit einer Klimakatastrophe der Meinungsfreiheit, meine Damen und Herren. In den Gesellschaften, in den Medien kommen nur Klimahysteriker zu Wort. Das Diskussionsklima ist vergiftet. Und wenn ich Sie schon wieder höre, wie Sie hier reinrufen, dann ist das genau das beste Beispiel, dass man sich nicht vernünftig über die Dinge äußern kann, sondern gleich in einen Schreimodus verfällt. Und das bringt uns nicht weiter, meine Damen und Herren. Und wenn Frau Thunberg sagt, wir müssen in Panik verfallen, oder wenn ein Herr Obama sich dahinstellt, wir müssten weiterhin wütend sein, dann ist das genau der Mechanismus, die Leute aufzustacheln, in Panik zu verfallen und jenseits eines vernünftigen Diskurses zu kommen, meine Damen und Herren. Aber auch hier, die Ampelparteien halten weiterhin an der Schuldenbremse fest, die verweigern eine Steuerreform, die endlich multimillionäre Milliardäre zur Kasse wistet. SPD und Grüne, Sie hatten sich doch noch im Wahlkampf versprochen, dass eine Vermögensteuer kommen soll. Davon ist plötzlich gar keine Rede mehr. Und was das konkret bedeutet, das sehen wir in vielen Ländern und Kommunen, wo einfach das Geld fehlt. Gehen Sie mal nach Wolfen in Sachsen-Anhalt, gehen Sie mal nach Hagen in NRW. Schauen Sie sich da mal um. Und das sind nur Beispiele. An vielen Stellen in unserem Land verfallen die Schulen, die Jugendclubs, die Straßen. Damit muss doch endlich Schluss sein, Kolleginnen und Kollegen. Und es braucht auch mehr Geld, um Deutschland endlich auf Extremwetterereignisse vorzubereiten, die nun mal einfach zu erwarten sind, wenn man realistisch ist. Wir haben es doch jüngst gesehen. Kommen Sie bitte zum Schluss. Ich komme zum Schluss, Frau Präsidentin. In NRW lassen Sie sich von der FDP noch nicht einreden, dass solche Katastrophen sich mit einer noch smarteren App aufhalten lassen. Hier braucht man Investitionen in die Feuerwehr, in den Katastrophenschutz und das flächendeckend. Das muss geschehen. Ich danke Ihnen. Ja. Schönen Nachmittag. Freue mich, dass es auch für mich wieder losgeht und ja, Vorfreude, gut. Und wenn wir da heute nicht mehr stehen, dann hat das damit zu tun, dass CDU und CSU in den 16 Jahren der Regierung Merkel sich darin gefallen haben, Deutschland in zwei Zukunftsindustrien, in der Windenergie und in der Photovoltaik, zu deindustrialisieren, was uns Zehntausende von Arbeitsplätzen gekostet hat in diesem Lande. Und wir wollen, dass das anders wird. Wir wollen, dass wir wieder Vorreiter werden. Wir wollen, dass die Blockaden für den Ausbau der Erneuerbaren behoben werden. Wir wollen das international machen. Wir wollen unsere G7-Präsidentschaft dafür nutzen, dass die Investitionen in den Industrieländern in erneuerbare Kapazitäten verdoppelt werden. Dafür muss aber die 10H-Regelung, muss der bürokratische Schikane, die gegen die erneuerbaren Energien aufgebaut worden ist, beseitigt werden. Erneuerbare Energien sind im öffentlichen Interesse dieses Landes, weil der Klimaschutz im öffentlichen Interesse dieses Landes ist. Und da darf ich jetzt noch einen Tipp geben als neue Opposition, die sich in die Rolle noch finden muss. Man sollte zu den aktuellen Stunden Themen wählen, wo man selber gut ist, wo man selber eine tolle Bilanz hat, wo man selber auch Ideen und Konzepte hat, um sozusagen den Unterschied deutlich zu machen. Und ich weiß nicht, wie das bei Ihnen war am Montag, als Herr Ralf Brinkhaus und Herr Alexander Dobrindt zusammen in der Weinstube gesessen haben oder vielleicht war es auch in der Bayerischen Landesvertretung beim Bier und haben überlegt, wo waren wir denn so richtig gut die letzten 4 Jahre? Wo können wir es denn jetzt der Ampel mal so richtig zeigen?
Und dann kommen Sie auf die Idee, ich weiß gar nicht, wann Sie es haben, aber sagen Sie es ruhig, hat einer gesagt, der Klimaschutz. Also ehrlich gesagt, als Premiere für eine Aktuelle Stunde als Opposition wäre mir vieles eingefallen als Union, aber das nicht. Wer hat denn hier auf der Bremse gestanden? Herr Lindner interessiert dieses Thema nicht. Herr Scholz, ich bin ja froh, dass er heute Morgen überhaupt mal im Plenum gesichtet worden ist, ist beim Thema verschollen. Und Frau Baerbock beißt sich auf die Lippen und schweigt. Kein Wunder, denn was bisher zum Thema Klima nach außen gedrungen ist, klingt wenig entschlossen. Liebe Grüne, wo ist euer Durchsetzungsvermögen? Jetzt habt ihr euer bestes Wahlergebnis in eurer Geschichte eingefahren. Und alles, was euch einfällt, ist, einen Brief an NGOs und Umweltorganisationen zu schreiben, damit die euch beim Verhandeln gegenüber der SPD und der FDP helfen. Also, du liebe Güte, wie schnell kann man eigentlich als Tiger starten und als Kätzchen landen? Ihr seid doch nicht mehr in der Opposition, wenn diese Koalitionsverhandlungen erfolgreich sind. Herr Kollege, würden Sie eine Zwischenfrage zulassen? Nee, Feierabend.